Verbringt unser Vieh die Sommerszeit. Hier gedeiht der kräftige Nachwuchs unserer Herden. Die Rinderaufzucht ist mit viel Freuden und Hoffnungen, aber auch mit Sorgen und Schwierigkeiten verbunden. Gefährliche Feinde bedrohen die gesunde Entwicklung des Viehbestandes da und dort. Dazu gehört auch der gefürchtete Abortus bang, das seuchenhafte Spätverwerfen des Rindes. Doch stehen wir heute dieser Krankheit nicht mehr machtlos gegenüber. Die Bangsche Krankheit kann und muss überwunden werden. Bruni, tun wir jetzt den Ergalten. Du sie nur noch morgen melken. Eine Geburt ist immer ein Ereignis, dem lange Zeit zuvor volle Aufmerksamkeit gezollt werden muss. Vater, Vater, Bruni hat verkalbert! Müssen wir dem Tierarzt berichten. Wo Verwerfen auftritt, heißt es, sofort den Tierarzt zuziehen. Denn dies ist das Anzeichen eines besonderen Feindes der Züchter, des Rinderabortus bang. Aber erst eine tierärztliche und bakteriologische Untersuchung wird die Ursache des Verkalbefalles abklären. Aus diesem Grund entnimmt der Tierarzt einige möglichst veränderte Eihautrosen zur näheren Untersuchung. Nach jeder Berührung von bangverdächtigen Teilen ist die gründliche Reinigung der Hände unbedingtes Erfordernis. Das gilt nicht nur für den untersuchenden Tierarzt, sondern auch für jeden, der solche Tiere pflegt oder Geburtshilfe leistet. Sorgfältiges Säubern der Nägel und des Nagelfalzes. Einreiben der Hände mit Alkohol und nachher gut einfetten. So schützt man sich vor direkten Hautinfektionen. Als erste Maßnahme gilt es nun, das in hohem Grade bangverdächtige Muttertier abzusondern, da es noch lange Zeit Bangbakterien ausscheiden kann und so eine Gefahr der massiven Ansteckung für die ganze Herde bildet. Alles, was mit dem verdächtigen Tier in Berührung kam, ist gründlich zu desinfizieren. Sämtliche Gerätschaft ist in heißer, 5%iger Sodalösung zu reinigen. Der Standplatz ist zu räumen und zu reinigen. Mit 1 Kilo frisch gelöschtem Kalk auf 4 Liter Wasser wird eine wirksame, dicke Kalkmilch bereitet, mit der die Wände zu weißeln sind, wenn aller Kot weggekratzt ist. Läger und Kotplatten sind laufend mit Streukalk oder Rohchloramin zu desinfizieren. Ein
Eindeutig kann die Banginfektion nur in den veterinärbakteriologischen Laboratorien festgestellt werden. Die Ursache des ansteckenden Verwerfens ist die Brucella abortus. Dieser mikroskopisch kleine Krankheitserreger wurde im Jahre 1896 durch den dänischen Forscher Bernhard Bang in den Eihäuten eines verworfenen Kalbes entdeckt. Von den Nachgeburtsrosen der eingesandten Eihautteile werden Abstriche gemacht, das Geschabsel ausgestrichen, gefärbt und im Mikroskop auf das Vorhandensein von Bakterien geprüft. Dieses Gesichtsfeld von weniger als einem Viertel Millimeter Durchmesser ist übersät mit unzähligen Bankkeimen. Sie müssen demnach in einer einzigen Nachgeburtsrose nach vielen Millionen zählen. Ja, es ist, wie ich gedacht habe. Sie haben den Bang im Stall. Ja, das kann ich kaum glauben. Ich wüsste nicht, woher meine Tiere den Bang hätten können überkommen. Das kann ich Ihnen dann alles näher auseinandersetzen, wenn wir bessere Zeit haben. Jetzt aber müssen wir schauen, dass die Kuh so rasch als möglich zum Stall auskommt. Am besten wäre es, ihr würdet sie gerade dem Metzger geben. Bei banginfizierten Tieren ist reiflich zu überlegen, ob sich ihre weitere Nutzung lohnt. In der Regel bleibt das Tier 1 bis 2 Jahre unfruchtbar. In 10% der Fälle sogar dauernd. So erwächst der Schweiz jährlich ein Schaden von 10 bis 20 Millionen Franken. Leistungsvergleiche zwischen Tausenden von banginfizierten und gesunden Kühen während mehrerer Jahre ergaben für die verseuchten Bestände einen Kälberverlust von durchschnittlich 40% und einen Milchverlust von 22%. Banginfizierte Tiere sind daher auf lange Sicht unrentabel, ganz abgesehen davon, dass sie als Keimträger ihre Stallgenossen gefährden. Auch wenn der Bang in seinen chronischen Zustand übergegangen ist, soll ihm die nötige Aufmerksamkeit gezollt werden. Denn das infizierte Tier ist auch für andere Krankheiten empfänglicher. Gelenkentzündungen, Sehnenscheidenentzündungen, gelber Galt, beim Kalb Ruhr, Lungenentzündung und Diphtherie. In einem Bestand, wo Verwerfen auftritt, sind alle Tiere als bangverdächtig zu betrachten. Es ist nämlich falsch anzunehmen, dass nur das Verwerfen auf eine Banginfektion schließen lasse. Auch andere Tiere sind oft schon angesteckt. Das lässt sich aber nur durch Blut- und Milchuntersuchung feststellen. Der Tierarzt entnimmt deshalb bei allen Tieren Milchproben und Blutproben. Das Blutserum wird in Reagenzgläser mit der Testflüssigkeit verdünnt und bis zum folgenden Tag in den Brutschrank verbracht. Im Blute selbst kreisen nur selten und kurze Zeit Bangbakterien. Durch die Erkrankung haben sich jedoch im Blutserum Antikörper gebildet, die zusammen mit der Testflüssigkeit einen Niederschlag bilden. Unter den Milchproben ermittelt die sogenannte Schnellagglutination die infizierten Kühe. Bei negativem Ausfall genügt diese Voruntersuchung. Bei positiv reagierender Milch ist es aber zusätzlich von Interesse, ob das Tier auch Bangbakterien in der Milch ausscheidet. Um solche Bangausscheider zu ermitteln, wird Rahmen der verdächtigen Proben auf Nährböden verimpft. Die Nährbodenplatten werden in den Brutschrank gelegt. Innerhalb von 5 Tagen entsteht aus jedem einzelnen in der Milch vorhandenen Keim eine Bakterienkolonie. So hat die wissenschaftliche Forschung Untersuchungsmethoden erarbeitet, die der praktischen Seuchenbekämpfung den sicheren Nachweis jeder Banginfektion ermöglichen. Die aufgrund der Laboratoriumsuntersuchung als gesund ermittelten Tiere werden am oberen Ende der Jaucherinne aufgestellt. Die ansteckungsgefährlichen Tiere erhalten ihr Lager dem Jaucheabfluss am nächsten,
damit die allenfalls ausgeschiedenen Bakterien sofort abgeleitet werden. Beim Melken kommen diese Kühe zuletzt an die Reihe, damit die Bangbakterien nicht etwa auf gesunde Tiere übertragen werden. Eine der wichtigsten Maßnahmen, die Bangausbreitung in einem teilweise verseuchten Bestand zu verhüten, ist die Absonderung aller kalbenden und verkalbenden Tiere. Geburten dürfen nur noch in einem besonderen Abkalbestall oder wenigstens in einem durch Trennwand isolierten Abkalbestand erfolgen. Die nötigen Vorsichtsmaßnahmen, wie genügende Trennung und Desinfektion vorausgesetzt, kann die Kuh auch im Pferdestall abkalben. Das Ideal bleibt jedoch der eigens hergerichtete Abkalbestall. Dieser ist jeweils vor dem Ausmisten mit Chlorkalk zu desinfizieren. Der Landwirt, der weiteres Missgeschick verhüten will, wird auch für die abgesonderten Tiere besondere Stallgeräte halten und beim Verlassen des Abkalbestalles die Stiefel wechseln. Nach Beachtung aller Vorsichtsmaßregeln kann sicher die normale Geburt eines gesunden Kalbes erwartet werden. Jetzt sag jetzt mir aber einmal, wie denn die Tiere haben können angesteckt werden. Auf der gemeinschaftlichen Weide und beim Zukauf von Handelstieren kommen gesunde Kühe und Rinder mit Keimträgern in Berührung. Denn die Infektionsquelle für gesunde Tiere ist immer ein angestecktes. Am häufigsten werden die Bangbakterien mit Futter und Streue eingefressen. So gelangen die Krankheitserreger in den Verdauungsapparat, durchdringen die Rachenlymphknoten und die Magenwand und gelangen mit dem Blutstrom ins Herz, von da in verschiedene Teile des Körpers. Besonders verhängnisvoll wirkt sich die Banginfektion beim trächtigen Tier aus, wo es zum vorzeitigen Ausstoßen der Frucht kommen kann. Dies ist meist Ausdruck der akuten, verhältnismäßig frischen Erkrankung. Seinem Verlauf nach ist das seuchenhafte Verwerfen aber eine chronische Krankheit. Schon zwischen der Aufnahme des Erregers und dem Auftreten von Krankheitszeichen können mehrere Monate liegen. Zur Folge Entzündung an den Rosen wird die Ernährung des Jungen erschwert. Die befallenen Teile treten in eitrigen Zerfall und der Fötus wird ausgetrieben. Es kann aber auch vorkommen, dass das Kalb noch lebend geboren wird. Es ist aber nicht lebensfähig und geht bald nach der Geburt zugrunde. Der häufigste Zeitpunkt des Bangschen Verwerfens ist der 7. und 8. Trächtigkeitsmonat. Es ist aber auch in anderen Monaten möglich, dagegen selten in der ersten Trächtigkeitshälfte. Das Kalb kann sogar voll ausgetragen werden, trotzdem die Gebärmutter und ihr Ausfluss banginfiziert sind. Mit dem Fruchtwasser, den Eihäuten und dem Kalb gelangen Milliarden von ansteckungsfähigen Bangbakterien an die Außenwelt. Wochenlang scheiden die Muttertiere im Ausfluss Bangbakterien aus. Besonders gefährlich ist dies, wenn die Ausscheiderin am oberen Ende der Jaucherinne gekalbt oder verworfen hat. Da fließt das infizierte Fruchtwasser der ganzen Kotplatte entlang. Die Tiere besudeln sich beim Liegen die Schwänze und die Keime können im ganzen Stall verbreitet werden. Beim Ordnen der Streue gelangt der Ansteckungsstoff vor und unter die anderen Tiere, sodass er auch durch die Haut an den Klauen eindringen kann. Der Erreger wird ferner durch die Schuhe, Kleider und Hände des Stallpersonals in die Tenne und auf die Futterbühne geschleppt und gelangt letzten Endes wieder im Futter zu den Tieren, unter Umständen auch zu denjenigen des Nachbars. So stecken sich die Tiere stafettenartig an. Die Bakterienstreuer sollen daher ausgemerzt werden, denn sie bilden eine ständige Gefahr für den ganzen Viehbestand. Vielfach siedeln sich die Erreger im Euter an und werden jahrelang mit der Milch ausgeschieden, ohne dass dabei eine äußerliche Veränderung am Tier oder an der Milch auffallen würde.
Beim männlichen Tier können sie in die Hoden, Samenblase und Vorsteherdrüse verschleppt werden. Daher ist in einzelnen, verhältnismäßig seltenen Fällen auch eine Übertragung von infizierten Stieren auf gesunde Rinder und Kühe möglich. Auch die meisten anderen Haustiere sind für den Bangschen Krankheitskeim empfänglich. Ziegen, Schafe, Schweine, Pferde und Hunde. Auch der Mensch ist nicht gegen die Bangsche Krankheit gefeit. Die Erreger dringen meist durch kleine Hautwunden in den Körper und verursachen Kräfteschwund, Müdigkeit, Kopfweh, Gliederschmerzen und wiederholte Fieberanfälle mit Schweißausbrüchen, die oftmals einen Spitalaufenthalt erfordern. Daher sollen nach Geburtshilfe und Berührung von Nachgeburten Hände, Arme und Gesicht mit einer gut schäumenden Seife sauber gewaschen werden. Hautwunden sind mit Jodtinktur oder mit einem anderen wirksamen Antiseptikum abzutupfen. Bangerkrankungen des Menschen rühren auch vom Genuss roher Milch, namentlich von dem mit Bangbakterien besonders angereicherten Haushaltrahm her. Bang tritt daher bei allen Bevölkerungsschichten und Berufen auf, wo seine wahre Natur oft übersehen, verkannt und missdeutet wird. Ist Bang denn nicht heilbar? Beim Menschen ja. Moderne Medikamente mildern den Krankheitsverlauf wesentlich, verbannen den Erreger in vielen Fällen aus dem Organismus und lassen es nicht zu späteren chronischen Beschwerden kommen. Eine Infektion durch Bangmilch ist vermeidbar durch Kochen oder Pasteurisieren, wobei die Keime absterben. Wer gerne kalte Milch trinkt, halte sich an die pasteurisierte. Diese wird schonend erhitzt und ist daher ohne Kochgeschmack. In Flaschen abgefüllt gelangt sie zum Konsumenten. Auch für die roh verkaufte Handelsmilch ist vorzügliche Qualität einschließlich der gesundheitlichen Beschaffenheit zu gewährleisten. Die Lebensmittelgesetzgebung bestimmt, dass die Milch, diese wichtige Volksnahrung, gesund und fehlerfrei sei. Die Milchkontrolle ist aber auch im Interesse der Tiergesundheit, denn sie erlaubt auf einfachste und billigste Art, alle bangverseuchten Bestände aufzufinden, wo oft ohne Wissen des Landwirtes Bangausscheider stehen. Aus allen verkehrsmilchliefernden Betrieben werden daher periodisch Milchproben auf Abortus Bang untersucht. Die vorgeschriebene Milchkontrolle ist geeignet, in Verbindung mit den übrigen im Bekämpfungsverfahren vorgesehenen Maßnahmen, die einwandfreie Beschaffenheit der Milch zu sichern und damit den gesundheitlichen Forderungen der Konsumenten zu entsprechen. Die im Laboratorium an den Lieferantenmilchproben durchgeführte Abortus Bang Ringprobe ermöglicht in kürzester Frist den sicheren Verseuchungsnachweis. Die Milchprobe wird mit einer gefärbten Testflüssigkeit vermischt. Sind in einem Bestand angesteckte Tiere vorhanden, so sammelt sich die Testflüssigkeit zum Rahmen an und schwimmt nach einer halben Stunde Aufrahmen als Ring obenauf. Dies besagt, dass mindestens ein Tier der betreffenden Gruppe angesteckt ist. Gerade weil der Bang oftmals lange Zeit unerkannt bleiben kann, sind regelmäßige Kontrollen von großer Wichtigkeit und stehen im ureigensten Interesse der Bauernschaft. Die letzte Milchuntersuchung hat ergeben, dass in Ihrem Stall eine Banginfektion vorliegen muss. Wir werden untersuchen, welche Tiere angesteckt sind und ob sich darunter gar Ausscheider befinden. In Stellen mit positiver Lieferantenmilchprobe werden vom Inspektor Einzelmilchproben erhoben. Die Milch der mittels Nährbodenzüchtung als Bangausscheider eruierten Kühe muss amtlich gesperrt werden. Die Milch von dieser Kuh darf nicht mehr abgeliefert werden. Ja, was soll ich denn damit anfangen? Sorgfältig gekocht kann sie ohne weiteres im eigenen Haushalt verwendet werden.
Sie kann auch den Mastkälbern verabfolgt werden, weil das Jungvieh vor Eintritt der Geschlechtsreife noch nicht bangempfänglich ist. Die Gesetzgebung bedingt im Einzelfall zuweilen harte, aber durchaus notwendige Maßnahmen im Interesse der Allgemeinheit und zur Verhütung weiterer Schäden. In einem verseuchten Bestande hört das Verwerfen gewöhnlich auf, wenn die Tiere ein- oder zweimal verkalbt haben. Auch die Nachgeburtenuntersuchung verläuft bei späteren Geburten negativ, weil die Gebärmutter keine Bangkeime mehr ausscheidet. In guten Treuen glaubt der Landwirt seinen Bestand bangfrei, wenn er seit Jahren keine Fehlgeburt mehr beobachtet. Das Ausbleiben der alarmierenden Anzeichen wie Verwerfen und Nichtabgang der Nachgeburt verrät jedoch nur, dass die akute Seuche durch das chronische Stadium abgelöst wurde. Bei infiziertem Bestand ist auch unverzüglich der Kontrolltierarzt zuzuziehen. Er wird von allen Tieren jährlich einmal Blut- und Milchproben entnehmen. Diese Kuh sollte nun als nächste abgesondert werden. Sie haben doch selbst alles Interesse daran, dass sie beim Kalben nicht die Nachbartiere gefährdet. Ja, wenn ich nur irgendwo Platz hätte. Hier drin lässt sich doch mit einfachen Mitteln ein Abkalbestall einrichten. Ein geeigneter Abfluss ist ja vorhanden. So können Sie Ihre Tiere vor Ansteckung bewahren und wieder einen gesunden Bestand erlangen. Großen Gefahr wegen, die besonders beim Abkalben besteht, soll prinzipiell jede Geburt peinlich, sauber und hygienisch einwandfrei vorbereitet und in einem Abkalbestall oder wenigstens in einem Abkalbestand erwartet werden. Das Muttertier und das Neugeborene verbleiben in der Absonderung, bis die bakteriologische Untersuchung Keimausscheidung ausgeschlossen hat. Dann können sie den übrigen Tieren wieder beigesellt werden. Nachgeburten und tote Früchte sind sorgfältig zu verbrennen oder desinfiziert in der Erde zu vergraben und nicht einfach auf den Miststock zu werfen, wo sie von Katzen, Hunden und Wildtieren oder auch von Ratten und Mäusen verschleppt werden können. Proben für den Tierarzt sind an einem sicheren Ort aufzubewahren. Zu unserer Beruhigung senden wir prinzipiell nach jeder Geburt einige Nachgeburtsrosen an das Institut. Eine besonders verhängnisvolle Rolle bei der Verbreitung der Seuche spielen vielfach der Weidegang und die gemeinsame Alpung. Wenn Tiere verschiedener Herkunft zusammenkommen, so sind meist auch solche darunter, die mit dem Erreger des seuchenhaften Verwerfens behaftet sind. Das unbeachtete Verwerfen einer verseuchten Fehlgeburt kann sich dort verheerend auswirken. Die neugierigen Tiere spüren dem mit blutig-schleimigen Ausscheidungen besudelten und infizierten Grase geradezu nach. Zudem sind die Bangbakterien auch außerhalb des tierischen Körpers, je nach den Umständen, noch lange lebens- und ansteckungsfähig. Bei direkter Sonnenbestrahlung sterben sie zwar nach 4,5 Stunden ab, im tierischen Urin sind sie schon 4 Tage lebensfähig. Und bei langsamem Trocknen in der Erde 37 Tage. In einem verworfenen Fötus sind die Bangbakterien bei kühlem Wetter sogar 75 Tage lang ansteckungsfähig. Ein Muttertier, das auf der Alp verworfen hat, darf niemals in der Herde verbleiben, sonst verunreinigt der nachgeburtliche Ausfluss die Weide.
Sein Eigentümer muss so rasch möglichstem Abtransport aufgefordert werden. Hiernach ist der Standplatz gründlich zu reinigen und zu desinfizieren und so der Keimausbreitung Einhalt zu gebieten. Die Bemühungen des Einzelnen wären aber nutzlos, wenn nicht innerhalb der Genossenschaften und Gemeinden die Möglichkeit von obligatorischen Maßnahmen vorhanden wäre. Um einen gesunden, bangfreien Viehbestand zu erreichen, werden die jungen, noch nicht geschlechtsreifen weiblichen Tiere mit der Vakzine BÖC-19 Schutz geimpft. Würde dieser Impfstoff nicht auch die älteren, erwachsenen Tiere vor einer Ansteckung bewahren? Das vielleicht schon, aber nur wenn diese wirklich noch nicht angesteckt sind. Der erwachsene Organismus verträgt die Impfung aber auch nicht so harmlos wie der Jugendliche. Zudem hinterlässt die Vakzine eine andauernd positive Blutserumreaktion, sodass angesteckte und geimpfte Tiere nicht mehr auseinanderzuhalten sind. Bei bereits infizierten, prächtigen Kühen könnte die Impfung geradezu Verwerfen auslösen. Die Vakzine ist nur zur Schutzimpfung der Jungtiere bestimmt. Und diese werden dadurch vielfach bis ins erwachsene Alter vor Ansteckungen bewahrt. Mit Zustimmung des Kantonstierarztes können Viehzucht, Alpungs sowie Milch- und Käsereigenossenschaften die Böckimpfung verlangen. An die daherigen Kosten, wie übrigens an alle in der Gesetzgebung vorgesehenen Maßnahmen, einschließlich an die Ausmerzung von Kühen, die Bangbakterien ausscheiden, werden staatliche Beiträge gewährt. Wird die gesamte weibliche Nachzucht jeweils im Alter von 6 bis 12 Monaten während mindestens 5 bis 6 Jahren geimpft, so wird ein bangfreier und widerstandsfähiger Bestand heranwachsen, aus dem die infizierten Alttiere verschwunden sein werden. Die Durchführung dieser Schutzimpfung der Jungtiere, die in mehr und mehr Kantonen obligatorisch erklärt wird, steht im Interesse der Bauernschaft. Vor allem, wenn die gemeinsame Alpung aus nur bangfreien Beständen noch nicht zuverlässig erfüllt werden kann. Die Böckimpfung verleiht den Jungtieren wohl einen erhöhten Schutz, aber keine absolute Sicherheit gegenüber massiven Infektionen. Darum ist in jedem Fall, besonders aber während der Sömmerung, auf alle hygienischen Vorsichtsmaßnahmen zu achten. Erneut gefährdet ist der Viehbestand beim Zukauf neuer Tiere. Durch Schaden klug geworden, kauft unser Bauer nur Tiere aus kontrollierten Herden, wo ihm die Wehrschaft für negative Blut- und Milchreaktion aller Tiere gegeben werden kann. Die Kantonstierärzte geben eine Bescheinigung über Abortus-Bangfreiheit ab, wenn sich ein Viehbestand mindestens 2-mal, sowohl klinisch wie serologisch, als bangfrei erwiesen hat. Bei hochträchtig angekauften Tieren empfiehlt es sich, die Wehrschaft bis 3 Wochen nach dem Abkalben zu verlängern. Eine derartige Wehrschaftsverlängerung kann ein Verkäufer ohne weiteres geben, wenn das Tier in einen anerkannt bangfreien Bestand kommt oder am neuen Standort einwandfrei abgesondert werden kann. Gesunde Viehherden stellen einen wahren Reichtum dar. Der heutige Stand der Wissenschaft erlaubt es, die Bangsche Krankheit mit Erfolg zu bannen. Die eidgenössische Gesetzgebung enthält in vorausschauender Weise die Grundlagen für das Bekämpfungsverfahren. Dessen Durchführung ist den Kantonen übertragen. Die Kantonstierärzte stehen den Landwirten und ihren Organisationen zur Verfügung, um Einzelheiten in der Bangbekämpfung zu besprechen. Für den Landwirt darf keine Mühe und Anstrengung zu groß sein, um durch genaue Beobachtung der Schutzmaßnahmen dazu beizutragen, dem gefürchteten Abortus Bang Einhalt zu gebieten. Der Rinderabortus Bang lässt sich durch gewissenhafte Anwendung der staatlichen Maßnahmen, die großzügige Unterstützung vorsehen, tilgen. Mögen alle Beteiligten im Interesse der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit des Viehbestandes tatkräftig dazu beitragen. Die Bangsche Krankheit kann und muss überwunden werden.